Einen wunderschönen guten Morgen an meine lieben Meerwasserfreunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute Sonntagsvlog 45. Er kommt ein wenig später. Das müsst ihr mir leider verzeihen, aber ich habe einfach verpennt. Ist einfach so. Wer mich auch auf anderen Kanälen verfolgt, hat wahrscheinlich gestern gesehen, dass ich so gegen 2 Uhr die Nacht auf Facebook schon das nächste Video als Premiere freigeschaltet habe. Ja, das war ein bisschen spät, daher bin ich jetzt erst um 9:30 aufgewacht und ja, bis 10 Uhr konnte ich das alles nicht mehr aufnehmen und schneiden und. Ja, Freunde, Sonntagsvlog 45, wie immer so ein kleiner Wochenzusammenschnitt. Ja, eine ganze Menge gemacht. Ich habe mich um das kleine Pico-Projekt gekümmert. Da seht ihr auch gleich schon direkt um 12 Uhr das nächste Video. Das ist schon, wie gesagt, fest schon freigeschaltet für 12 Uhr. Da seht ihr, wie es da weitergeht. Ich gucke gerade mal rüber, da geht nämlich gerade das Licht an in dem kleinen Projekt. Ja, läuft tadellos, aber will ich gar nicht mehr zu sagen, seht ihr ja gleich. Ja, ansonsten kriegt ihr heute noch ein paar Videos auf die Augen. Zum einen möchte ich mich erstmal recht herzlich bei euch bedanken, bei meinen Zuschauern. Mega geil. Ich habe also gemerkt, gerade das Green Coral Projekt ist ja unwahrscheinlich gut durch die Decke gegangen. Also im Verhältnis für meinen kleinen Kanal hat es jetzt in einer Woche über 12.000 Aufrufe gemacht. Das ist für meinen kleinen Kanal ist es schon, denke ich mal, ganz gewaltig. Freut mich sehr. Und auch die ganzen Daumen rauf und Kommentare und alles zeigt mir eigentlich, ich glaube, ihr habt da richtig Bock drauf, ne? So Becken einzurichten. Ich meine, es ist auch mein Favel, muss ich dabei sagen. Ich finde es auch, ich könnte es jeden Tag machen. Nur, ja, ist immer das Problem, man hat da nicht so viele Korallen und Möglichkeiten und Aquarien und. Aber ich habe mich dazu entschieden, wir machen das nächste Projekt. Wir starten heute sofort ein weiteres Projekt. Wir fangen das an, wir machen das jetzt nicht wie auch direkt voll. Wir werden das ein bisschen splitten, weil ihr habt ja das kleine Ablegerbecken gesehen, was ich euch gezeigt hatte. Das hatte ich ja eigentlich nur für Ableger gehabt. Und die Geschichte ist halt eben die, da kommt dann die Kessel drüber, die AP700. Die mache ich dann da drüber, die werde ich euch dann aber auch nochmal gesondert halt eben vorstellen wollen, weil, ja, wer da Informationen zu haben möchte, kann das dann direkt mit den Projekten kombinieren, sage ich jetzt mal. Des Weiteren muss ich jetzt auch mit Versorgungsprogrammen halt eben gucken, da habe ich mir dann hier die Skims Dosiercontainer rausgesucht, ist ja auch, finde ich persönlich, also ich habe viele Leute gehabt, die mich jetzt so über, ich schreibe mir auch unzählig viele Leute über Facebook an, über Instagram, es werden immer mehr, ihr seid einfach geil, ich finde das geil. Ja, und da wird halt immer gefragt, Dosiercontainer. Ja, man findet im Netz halt immer nur wahnsinnig teure und die hier von Skims scheint fast kaum einer zu kennen. Also ich hatte jetzt viele Leute, die gesagt haben, ach, die habe ich ja noch gar nicht gefunden. Deswegen würde ich sagen, die würde ich euch dann auch nochmal vorstellen. Ja, und wir werden heute endlich im Kallax Reef werde ich hier den Umbau noch vornehmen mit dem 9004 DC von der Firma Tunzel, den Skimmer und Oberflächenabsauger. Das ist ja ein Gerät in einem, also zwei in einem. Hatte ich euch ja auch schon versprochen gehabt. Gehen wir auf jeden Fall an. Ja, ansonsten war die Frage noch zum Drop-Off-Tank. Hatten mich auch so einige gefragt, wann geht es im Drop-Off weiter? Ja, will ich ganz ehrlich sein, der Drop-Off, den habe ich jetzt erstmal nochmal leer gemacht. Ich habe, ja, ich sag mal bitterböse Pech gehabt. Ich habe also Korallen von einem Händler bekommen. Ja, die Korallen waren voller Kugelalgen, voller Glasrosen sowie voller Planarien. Ja, gut, jetzt können einige wieder sagen, ja, warum hast du denn nicht gedippt und, dann kann ja gar nichts passieren. Ja, das hat nicht wirklich was mit Dippen zu tun. Ich wollte auch gestresste Korallen nicht noch mal mehr stressen mit dem Dip. Ich habe da auch nicht, ja, ich will mal sagen, so ganz so gute Erfahrungen mitgemacht. Jedenfalls, ich habe sie nicht gedippt, ja, ist halt eben so. Ich habe da Planarien reingekriegt und ja, auch die Glasrosen sowie Kugelalgen, die Glasrosen speziell haben sich unwahrscheinlich schnell gezeigt. Daher habe ich mich da auch entschieden, das erst nochmal rauszunehmen, weil ich möchte nicht, dass die auf das Grundgestein im Drop-Off reinkommen, weil wenn ich die Sporen drin habe, dann habe ich verloren. Ja, man kennt das Spiel und daher habe ich das jetzt erstmal nochmal alles raus. Ich muss die Korallen reinigen, muss sie sauber machen. Die Korallen gehen jetzt erstmal zu einem Freund.
der mehrere Kaninchenfische in einem 3000 Liter Becken hat. Da werde ich die erstmal reinstellen, dann können die erstmal reinigen, sowie von Glasrosen als auch von den Kugelalgen. Und es geht da aber auf jeden Fall da weiter. Wie gesagt, kein Ding, machen wir auf jeden Fall. Ist jetzt nicht irgendwie beiseite gelegt. Nein, das Drop-Off geht weiter, garantiere ich euch. Ist ja ein weiterlaufendes Projekt auch. Ja, das dazu, weil da hatten mich halt auch eben viele gefragt und dann wollte ich das jetzt einfach mal in der Form klarstellen. Ja, Freunde, ansonsten war jetzt in der Woche nicht wirklich viel bei mir passiert, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe für das neue Projekt, ich habe mir da gedacht, da werde ich einen Patch Reef machen. Ja, Patch Reefs sind eigentlich im Meer halt, ja, ich sag mal Steinformationen. Es sind Steine, die einfach liegen und die Korallen besiedeln ja nicht die Bodenfläche, den Sandboden in den Meeren, sondern die besiedeln halt immer Gestein irgendwo, wo sie einen Stein finden, da besiedeln sie alles. Und das sind, wenn man das jetzt von oben mit so einer Drohne sieht, sind Patch Reefs halt immer so kleine Steinformationen, sage ich einfach mal, die dann halt mit Korallen vollgewachsen sind. Und das habe ich mir dann als, das wird dann halt das Projekt Patch Reef wird's werden. Und ja, da seid ihr ja dabei, denke ich einfach mal. Ich denke, euch gefällt sowas. Haut mir das einfach mal in die Kommentare. Schreibt mir das mal, was ihr da halt so gerne sehen wollt, ob ihr das super findet. Ich habe es jetzt mal so angenommen, weil das Video, wie gesagt, jetzt ziemlich steil ging halt. Und ich denke mal, dass es das ist, was ihr halt gerne sehen wollt. Und ja, da werden wir im Prinzip, wie gesagt, heute schon mit anfangen. Wir werden also das nackte Becken, werdet ihr auch nachher noch ein Video zu kriegen. Da mache ich dann halt heute als erstes mal die AP700 schon mal drüber. Die Lampe halt kommt da drüber. Und alles weitere erfahrt ihr dann in dem nächsten Video. Ja, dann ansonsten mal Instagram-Account. Wer mir da noch nicht folgt, könnt ihr mir vielleicht auch mal folgen. Guckt euch das mal hier an. Hier habe ich also auf meinem Instagram-Account auch immer schicke Bilder. Ich denke mal, die Bilder können sich sehen lassen. Also ich versuche da halt immer wirklich gute Qualitäten zu bekommen. Die Farben waren auch, einige Leute hatten gefragt, ja, aber das ist ja mit deinen Farben, das stimmt ja alles so gar nicht und, und. Doch, das stimmt schon so. Also ich sag mal, die sind jetzt nicht farblich verändert oder so. Ja, bei starkem Blau ist natürlich ein Filter darüber. Ich habe Filter auch für die großen Kameras. Da sind natürlich halt Filter drüber, natürlich. Aber die Korallen seht ihr so, wie ich sie auch mit meinen Augen sehe. Ja. Also wenn er Bock drauf hat, der abonniere auch vielleicht mal hier meinen Instagram-Account. Ja, jeder Like gibt mir dann auch im Prinzip von euch halt eben das Zeichen, dass euch das gefällt. Und ja, wer da Bock drauf hat, kann ihn ja vielleicht auch nochmal abonnieren, weil ich share nicht immer alles auf Facebook. Viele, ich habe das jetzt die Tage mal auch auf Facebook rüber geshared, damit es da auch noch einige sehen. Aber wie gesagt, das meiste mache ich dann schon direkt auf Instagram, weil ich wollte eigentlich nicht immer dieses Querposting machen auf Instagram und Facebook. Das ist nicht so meine Welt. Ja, Freunde, ich würde sagen, für den 45. Sonntagsvlog war das alles. Wir sehen uns gleich in den nächsten Videos, die jetzt folgen werden. Wie gesagt, um 12 Uhr folgt schon das nächste Video. Das wird das Video, das Update sein, eine Woche Green Coral, Easy Reef, alles läuft und das werdet ihr dann da definitiv noch sehen. Ja, Freunde, also bleibt dran, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen rauf. Wer den Kanal noch nicht hat, abonniere ihn, drücke die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ihr seid die Geilsten da draußen. Ich bin raus, euer Marc. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.